Wir sind zurück in Dresden. Wechsel auf beiden Seiten. Christian Gartner ersetzt Lukas Fröde bei den Gästen aus Duisburg. Hartmann bleibt draußen bei Dresden. Und das ist ein Neuzugang aus Würzburg. Früher in Erfurt gespielt. Jannis Nikolaou, Mann fürs Mittelfeld bei den Dresdnern jetzt. Duisburg führt durch das Tor von Ferruk mit 1:0 und würde damit diesen ersten Spieltag gewinnen. Ein erstes, ja, kleines Zeichen setzen Richtung obere Tabellenhälfte, sich orientieren können. Nächstes Wochenende dann das erste Heimspiel für die Zebras gegen Bochum. Gibt's gleich das nächste Westduell für die Bochumer, die ja vorgestern gegen Köln verloren haben. Dresden zu Gast in Bielefeld. Und dann gibt's erstmal Pokal. Barquist, gutes Debüt, macht viel auf der rechten Seite, gewinnt auch bei Standards die Kopfballduelle, einmal gut aufgelegt für Erik Berko. Wieder Berko, in der Teddy, ins Nichts. Stoppelkamp mit der Flanke für Stellert. Warquist, viel Zeit zum Flanken. Da muss dann mehr bei rumkommen. Linus Warquist, das war zu wenig dafür, dass er so viel Platz und so viel Zeit hatte, um diese Flanke zu bringen. Ebert kommt bei den Dresdnern und bei Duisburg kommt der zweite neue Stürmer. Nicht für Jean Ferruc, der bleibt drauf, sondern Tasche geht. Und das ist Richard Sukutapasu, der jetzt also die Offensive neu beleben soll. Zwei neue in der Spitze, Sukutapasu und Ferruc. Der neue, der jetzt eingewechselt wurde mit vielen Stationen bereits im deutschen Fußball, aber auch bei Graz und Brügge, St. Pauli, Leverkusen, Kaiserslautern, Bochum, Cottbus, Sandhausen. Das waren die Vereine, für die Sukutapasu gespielt hat. Jetzt nach zwei Jahren Sandhausen, neu in Duisburg. Und das ist der neue Mann gewesen bei den Dresdnern, Patrick Ebert. Früher in Berlin gespielt, kam jetzt aus Ingolstadt, davor Zeit in Spanien gespielt, bei Rayo Vallecano. Vorortverein vor Madrid. Sehr politisch, sehr linksorientiert, ähnlich wie St. Pauli. In der zweiten Liga unterwegs. Barquist. Berko. Nächste Flanke. Auch die ist harmlos für Davari, der noch nicht wirklich zeigen konnte, dass er
schon mal Bundesliga-Stammtorwart war in Braunschweig, Daniel Davari. Nicolau, und das ist die Chance, Testroth will nochmal reinspielen für Nicolau, falsche Entscheidung von Pascal Testroth. Das erste Mal wirklich in guter Position für Dresden, aber da muss dann der Abschluss kommen, da muss dann der Ball aufs Tor von Davari kommen, das kann Testroth, der hat so viele Tore geschossen für Dresden, besonders in der Aufstiegsspielzeit in der dritten Liga, als er endlich seinen Traum wahrgemacht hat, zweite Bundesliga spielen zu können. Das eben war leichtfertig vergeben. Andere Seite. Corley Oliveira Sousa. Ewert. Ebert. Heise für Benatelli. Überraschend gespielt. Idee war gut. Wahlquist. Benatelli wieder. Linus Wahlquist. Berko. Haben ein bisschen Probleme mit den Flanken von rechts. Wahlquist und Berko beide nicht überzeugend bisschen. Und das war jetzt verdoppelt von Erik Berko. Schneller geht's heute unauffällig und Enes Harry kommt bei den Zebras. Letzter Wechsel, den Gruev durchführen kann. Enes Harry, Mann fürs Mittelfeld, auf die Position von Schnellert neben Fröde. Trifft die Latte, beste Chance für Dynamo Dresden, weil sich Röser einfach mal traut, einfach mal abzieht. War, glaube ich, auch sein erster Abschluss, der von Lukas Röser in diesem Spiel. Und Riesenglück für Duisburg und für Davari. Da wäre er machtlos gewesen beim ersten Ball, der wirklich gefährlich auf sein Tor als Zebra-Torwart kommt. Wolze, andere Seite, Duisburg mit dem Kapitän, mit Kevin Wolze, hohe Flanke. Gefährlich, Sousa! Viel Zeit, den Ball einzuschätzen und sich zu überlegen, was er damit macht. Versucht es dann flach direkt ins rechte Eck. Aber das war auch schwierig, so zu nehmen bei dieser hohen Flanke vom Kapitän von Wolze. Freistoß Duisburg. Foul von Berko. Und ein wenig Zeit zum Durchatmen für den MSV. Gute 10 Minuten noch hier in Dresden beim ersten Montagsspiel, was in den anderen Ligen heftig umstritten ist. In der zweiten Liga Alltag gibt es seit vielen Jahren jetzt schon diese Montagsspiele. Wechseln immer mal von den Stadien, die man dann öfter sieht. Nächste Woche gleiche Zeit. Köln gegen Berlin. Köln gegen Union Berlin. Das ist dann das Montagsspiel des zweiten Spieltages. Wir werden dabei sein. Doppelkampf. Wolze. Oliveira Sousa.
klar eben zu hören. An der Seitenlinie Uwe Neuhaus, der einfach nur laut weiterbrüllte. Laut Richtung seiner Mannschaft. Wahlquist! Und nochmal die Chance. Linus Wahlquist, und fast ist es soweit, dass der Verteidiger das Tor macht. Beste Chance nach Röser. Und wieder Glück für den MSV Duisburg. Gleich zweimal Wahlquist. Erst mit einem wirklich tollen Abschluss. Und dann knapp vorbeigelegt in der Nachschusschance für Dynamo Dresden. Nicolao Ebert, hat das gewirkt? Der Zwischenruf eben von Uwe Neuhaus, der bis hier oben zu hören war. Stoppelkamp. Wolze, wieder hochgespielt. Heiri. Ecke Duisburg. Und noch 2 Minuten, die auf der Uhr sind. 2 Minuten fehlen Duisburg zum Auftaktsieg. Röser, wichtiges Laufduell, verliert Gerrit Nauber. Aber der Ball von Röser kommt nicht gut genug. So, das nochmal diese Chance von Corley Oliveira Sousa. Ball an sich gut getroffen, aber knapp vorbei. 1 Meter am Tor von Schubert. 2 Minuten Nachspielzeit. An diesem Montagabend hier in Dresden. Stoppelkamp wieder über die linke Seite. Geht jetzt viel gegen Ebert, gegen Wahlquist. Und Dresdens neuer Verteidiger Linus Wahlquist, vielleicht heute Abend sogar der Beste bei den Gastgebern Nicolao Benatelli. Aufgepasst bei Kevin Wolze. Ebert. Tessot. Abseits. Abseits. Fahne oben. Gegen Pascal Tessot. Und das müsste es eigentlich gewesen sein. Schauen wir hin. Ball kommt jetzt von einem Duisburger, aber ungewollt. Richtige Entscheidung. Freistoß für Bumheuer. Und das dürfte es gewesen sein. Stegemann folgt ab. Duisburg gewinnt zum Auftakt 1:0 durch das Tor von John Verhoek in Dresden. Ein Neuer trifft. Ein anderer Neuer mit ganz wenig Möglichkeiten sich zu zeigen. Daniel Davari als Nachfolger von Marc Flecken. Wir sind gespannt auf die nächsten Wochen bei den Duisburgern, die zumindest mal einen gelungenen, schnörkellosen Einstand feiern in diese Spielzeit. Auf der anderen Seite Dresden verloren, aber längst nicht chancenlos, mit wirklich guten Ansätzen. Einem herausragenden Verteidiger, Linus Wahlquist, der hinten die Zweikämpfe gewinnt und vorne die Chancen selber kreiert und fast auch nutzt. Duisburg gewinnt, ist damit zunächst mal eher oben in der Tabelle. Dresden bekommt am nächsten Wochenende die nächste Chance gegen Bielefeld, danach Pokal gegen Rödinghausen, und Duisburg hat am nächsten Wochenende Bochum zu Gast. Dann geht's nach Dassendorf, nach Hamburg, zum Pokalspiel in der ersten Runde. Das war's. Tschüss aus Dresden. Hat viel Spaß gemacht hier in der Elbstadt. Wir wünschen einen schönen Restabend und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Dresden.